Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, die Gefährten. Und wie immer mit dabei der Schnitzel. Servus. Und der liebe Keksel. Hallöle. Und Natürlich der meine Max. Wenigkeit, der Odin, genau, der Max. Ihr Genau. könnt schon wieder ernten. Ja, wir können schon wieder ernten. Also Max hat auch schon wieder ordentlich zugelangt. Das heißt, wir können bald Stew herstellen. Und was ich euch zeigen wollte, unsere kleine Garage. Ja, ihr erinnert euch dran, letzte Folge. Ich weiß gar nicht, von was ich gesagt habe. 7 auf 5 oder so ähnlich. Oder 7 auf 9. Und Auf Max, 9, glaube zu ich, ja. klein. Boah. Ist für drei Minibikes. Nur mal, also soll jetzt kein Bus oder so rein, ja? Nur drei Minibikes. Aber gut. So ist er halt, unser Max. So. Wir sind einen Tag vor der Horde. Das heißt, wir müssen Spikes reparieren und wir müssen Spikes setzen. Liebe Leute. Lass mal gucken. Holz haben wir da. Wo sind die Spikes? Baumaterial, glaube ich. 437 Spikes haben wir. Ich bringe jetzt das einmal alles mit runter. Auch Holz bringe ich jetzt mal mit. Einen Claim habe ich. Ich habe auch Flagstones wieder, dass wir die Garage fertig bauen können. Läuft. Ich hänge. Du hängst? Hängen geblieben oder was? Ich bin hängen geblieben. So. Ach, Workbench. Die Workbench sind noch drüben. Ja. Okay, die würde ich jetzt mal holen und dann gehe ich raus und würde mal anfangen zu reparieren. Du, ich mach gerade noch Gartenarbeiten. Ja, also die Spikes habe ich einstecken. Und Wird jetzt eigentlich außer der Garage noch irgendwas gebaut hier drin? nur noch die Überdachung von Ja, dem Abgang. was halt, sage ich jetzt immer, noch nicht steht. Irgendwie. Stand jetzt? Nein. Nein. Ach, hier sind nochmal 89 Spikes. Hat denn der Kixel vor? Da hätte ich zumindest mal hier irgendwo jetzt zwei, drei Bäume innen drin gepflanzt. Dass wir zumindest Ja. etwas Notholz haben. Ja. Aber nicht zu eng zusammen und etwas mittig vielleicht. Keks. Also Ja. nicht an der Mauer außen dran. Ja. Oh, nochmal 147 Spikes. Also wir haben jetzt 673 hier. Na, siehste. Ich würde sagen, du fängst denn da an, mit setzen, wo wir rauskommen aus unserem Tunnel, aus dem kleinen. Ach, der muss ja auch noch fertig gemacht werden, ne? Nein, jein, die Verkleidung, die ist schon rechts. Hier sind auch noch ein paar tausend Concrete Mix. Also ich komme erst noch mal rein. Gut. Da bringe ich noch Steel und Forged Iron gleich mit, was in der einen Forge noch drin war. Holz habe ich. Brauche ich nur noch einen Chlorhammer? Ja, unser Bedroll können wir dann bei Gelegenheit noch rübersetzen. Glaube, den habe ich schon mit hochgebracht. Chlorhammer. So, jetzt habe ich da noch ein klein wenig zum Einschmelzen. Das machen wir jetzt mal anders. Weil so viel Holz brauchen wir da nicht. Deswegen nehme ich da mal das meiste wieder raus. Und dann kann das Ganze mal abbrennen. So, also dann komme ich jetzt erstmal rüber, setze die Workbench dann auch gleich, dann ist das nämlich auch erledigt und raus. Und ja. Was wir natürlich auch noch machen können auf Dauer dann vor der nächsten Horde, wäre, dass wir dann noch mal einen Zaun außenrum setzen, um die Spikes direkt davor. Ja. Das wäre auch noch mal eine Idee. Direkt vors Haus, ich glaube, es hackt. Oh. Pack dich gleich zusammen, ey. Ich gebe dir gleich, du. Aber was So, mir gerade eine mal Workbench einfällt. hin. Ja. Folge, was ist es heute? 65. Nein, nein. Die, was heute rausgekommen ist. Ach so, die heute rausgekommen 60. ist.
61, 61. 61. 61? Ja. Ja. Ist ja jetzt schon 2 Stunden draußen knapp. Ja. Hat denn schon mal einer was drunter geschrieben? In Sachen Codewort. Vom Codewort bisher noch nicht. Okay. Bislang noch nicht. Okay. Wie lang ist jetzt noch nicht aus? So, also Ja, ich sage ja, aber hätte ja sein können. Concrete Mix haben wir jetzt fertigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, knappe 8000. Also jetzt wollte ich raus, habe aber keine Spitzen mit dabei. Die Spikes habe ich. Ich komme sowieso raus jetzt. Achso. Na gut. Pilze. Achso, ja, scheiße, ich hätte über die Garage rausgehen können, ne? Ja, da gehe ich jetzt gerade raus. Ja, das ist mir jetzt gerade zuerst eingefallen. Ach ja, siehst du, wir müssen noch eine Walled Hedge ansetzen. Die Ja, brauche ich oder auch wir noch werfen dann. halt auf. Ja, gut. Die Frage ist, was kostet uns mehr Material? Gute Frage. Ach, scheiße, ich hätte wesentlich mehr Holz mitnehmen müssen. Vergaß. Warum? Ja, die kosten ja jetzt wesentlich mehr und nicht mehr eins. Du, ich habe Holz einstecken. Ich bin schon am Reparieren. Ja, ich bin auch gerade so am Rumlaufen. Außenrum. Mal kurz. Ich fülle dann auch gleich die Löcher auf. Also ein paar Spikes behalte ich, um die Löcher aufzufüllen. Und du kannst dir bei mir 500 abholen und dann kannst du ja schon einmal anfangen, außenrum zu setzen. Hier steht, oder hier liegt ein Vogelnest gelootet, mitten in den Spikes. Wegschlagen oder soll ich es da liegen lassen? Weg. Gut. Das wollte ich ja. Noch eins. Kommen die ganzen Vogelnester her? Hang da schon länger. Frag den Vogel. Müssen hier sowieso ein bisschen den Weg dann frei machen, weil dann für die nächsten Spikes ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, so einiges im Weg ist. Oh, hier liegen noch Zombies. Ungelootet. Ratatatata. Ja, so warst du. Was? Naja, da sind wohl welche reingelaufen beim letzten Mal. Und hier ist auch noch von außen, Max, wenn du rauskommst, wir müssen hier auch noch Concrete Mix, Clay mitbringen bitte und Concrete Mix, Jo. weil an den Türmen hier fehlt noch der Concrete. Okay. Ach, shit. Na, egal. Aber das müssen wir auch noch fertig machen. Und eine Schatzkarte. Auch noch eine. Auch nichts Gescheites dabei gehabt. Weil wenn wir nämlich hier gut fertig sind, dann können wir am nächsten Tag dann nur noch mal, sollten noch einmal Zombies auftauchen. Die paar einzelnen vielleicht noch reparieren. Und ansonsten würde ich mich dann drin nämlich um die Garage kümmern, Ja. dass die fertig wird. Ja. Hast du jetzt schon den Rest hier überall aufgewertet? Müsste, glaube ich, soweit ich nichts übersehen habe, sein, ja. Wo hast du angefangen? Oben? Ja, eigentlich, wenn ich von der Mine oben geradeaus runtergehe, eigentlich ab so da habe ich angefangen. Okay, dann gehe ich nur noch mal das andere Eck kurz rum. So, Best dann. machen. Ja, was? Machen wir mal kurz, wie weit du rausgehen will mit, Ja. willst mit den Das wollte ich jetzt Spikes. gerade sagen. Also wir müssen hier dann erstmal das ganze Gras noch wegmachen dann. Genau, das hätte ich dann währenddessen gemacht. Wobei dazwischen brauchen wir es nicht. Hier erstmal noch das Zeug hier ausfüllen, die Lücken zumachen. Ich habe immer noch mein Licht an.
Pass auf, Keks, dann würde ich folgendermaßen machen, weil dann kann Max nämlich die Garage fertig machen. Ich würde so machen, ich hole mir drin den Concrete Mix und Wood Frames. Und baller hier an den Türmen erstmal von außen mit Concrete voll. Meinst du die Garage oder die Durchfahrt? Ne, die Durchfahrt. Okay. Garage mache ich dann. In der Nacht oder wann? Jo. Und das andere kann, den Rest von der Mauer kann man ja von innen dann machen. Ja. Jetzt pass auf. Ich würde es folgendermaßen machen. Und zwar müssen wir da mal an die Hedge ran. Mach das mal hier rund um die Hedge schon mal frei. Weil wir brauchen ja auch einen Durchgang, also zur Hedge hin. Ja, klar. Na? Das heißt, mit zwei Reihen können wir den sowieso nicht großartig. So, also, dann würde ich folgendes vorschlagen. Dann hätten wir nämlich da 1, 2, 3 dazwischen. Reicht uns zur Hedge 1 breit oder wollen wir lieber 2 breit machen? Wegen mir 1 breit. Max? Breit ist es dann insgesamt? Naja, der Durchgang hin. Also es wären dann 2 Reihen oder was, ne? Müsste man nicht hinkriegen, 2 Reihen. Ist die Frage halt jetzt, lassen wir einen Block breit zwischen, also als Durchgang zur Hedge hin oder machen wir 2? 2. Okay. Weil jetzt mache ich ein bisschen seitlich versetzt von der Hedge, ne? Aha. Gut. Dann wäre es nämlich so. Ja, Wasser. Und dann nehmen wir noch ein paar Spikes, die setzen wir doppelreihig, würde ich sagen, rund um die Pfeiler bei der Auffahrt oder Abfahrt, wie auch immer. Wäre so meine Überlegung jetzt. So, Keks. Kommst du mal zur Hedge hin? Bin gerade auf dem Weg. Weil wir werden an manchen Stellen, werden wir sowieso bloß 2 breit haben, den Durchgang, weil teilweise ein paar Spikes nach außen gesetzt sind. So, da siehst du schon. Also so 2 Reihen im Endeffekt erst einmal. Dass wir hätten, also mach erstmal eine und dann halt die zweite noch hinterher. Wobei, müsste eigentlich reichen für 2 Reihen. So halt durch. Hier nichts mehr, das wäre der Durchgang zu Hedge. Na? Und damit ist gut. So, dass du halt in Doppelreihe einmal außen rum kommst. Das ist Abstand zu dieser Spike-Reihe von 3. Na, dann würde ich dir die Spikes rauslegen. So, warte mal. Drück E. Ja. Einmal. Hast du? Ja. Und nochmal 500. Hab ich. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt rein, schnapp mir den Concrete. Du kannst deine Funzel am Kopf, glaube ich, ausmachen. So, war noch an. Sorry. Ja, ne, kein Ding. Ich dachte, vielleicht bist du wegen tagblind oder so. Ja, es weißt doch, genauso wie wie mit dem LKW. Fernlicht am Tag. Ja, genau. Voll beleuchtet. So, dann mülle ich mich kurz aus. Essen müsste auch fertig sein, können wir ausmachen. Nee, nicht. Oh, Max, hast du Angst jetzt? Max! Ja! Wir brauchen mehr Wasser. Ja, das ist kein Problem, wir haben massig leere Gläser, nehme ich dann gleich mit raus. Und hol noch Wasser. Löcher hast du jetzt alle zugemacht, ne? Die Löcher habe ich soweit alle zugemacht, ja. Dürfte eigentlich nichts mehr da sein. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe vielleicht. Wenn dem so ist, dann müssen wir schnell rum. Halt noch stopfen. Oh ja. Was? Der Seite warst du gar nicht.
Auf der westlichen Seite. Wo ist denn zu der Westen? Westliche Seite, das ist doch unsere Mine, oder? Nee, nee. Wenn du auf die Mine guckst, rechts davon. Ach so, nee, weil ich dachte, da warst du. Ja, ich habe ja keine Spikes dabei gehabt. Die hast ja du alle Ach gehabt. so, naja, mein Gott, dann magst du halt noch schnell, mein Gott. Du hast es selbst noch zu mir gesagt. Ja, jetzt ja mal nicht. Nee, 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 Komm, nee. jetzt hör's Jammern auf. Nein, 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 nein. Es ist nicht gut für die Gesundheit. Wenn ich danach gehe, wird, weil ich schon, steht der Tod schon jeden Tag vor meiner Haustür. Ich sag, geh wieder weg, ich hab heute keine Lust. So, jetzt wo haben wir denn? Wo hatten Aua, wir denn? aua. Wo hatten wir denn die Knochen? Hatten wir überhaupt noch welche? Ja. Weiß nicht. Wo habe ich denn jetzt? Medikiste vielleicht. Ja, ich habe ich die übersehen vielleicht? Nee, da ist nichts drin. Warum sind es sonst noch vielleicht Waffenkiste? Naja, Waffenkiste macht ja keinen Sinn. Ja, man weiß nie. Ja, du hast schon recht, ich weiß schon, was du meinst. Das sind sie aber nicht. Ach, da in Mechanik sind sie mit drin. Wegen Kleber, warum auch immer. Aber die tue ich da mal raus, die tue ich rüber in die Medic-Kiste. Schmeißen wir in die Medic-Kiste. Und ich mache gleich noch eine kleine Kiste. Die hänge ich über der einen im Treppenhaus, wo wir auch die Händlersachen dann quasi drin haben. Und zwar soll es eine Kiste werden für Brass, also alles, was zum Einschmelzen halt ist. Im Endeffekt. Na? Ja. Max, wir haben aber noch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 50, 75, 75 mal 4, 280, 300 Wasser hier. Der Kiste oben oder was? Ah ja, in dem Kühlschrank oben drüber muss er reingucken. Kühlschrank? Naja, ich habe doch den Kühlschrank gestellt, oder? Warte. Blind. Na, dieser Getränkekühlschrank da, dieser Bierkühlschrank. Hier, da im Eck, oben drin. Ah. 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 So, Dosenfutter, Dosenfutter. So, dann noch Klamotten. So, und Der kriegt die jetzt nächste sein Helf wieder hoch. gehe ich wieder hoch. Schlaumeier. War das? Schnapp mir mal Der ein kriegt dann bisschen. wenigstens sein Helf wieder hoch. Ja, du mich auch. Du hast auch gleich keine Helf mehr. Der Kixel mag vertrocknetes Fleisch essen. Also ich bin bei 149. Habe ich das schon mal gesagt? Hast du, glaube ich, schon 56. mal, hast du schon mal erwähnt, genauso wie Max das erwähnt hat. Ein Glück, dass ich auf 187 bin. Warum glauben wir Keks, das ist jetzt es nicht? dein fucking Scheiß ernst? Hä? Was habe ich zu dir gesagt? Da ist der Durchgang, zwei breit. Und du baust den Durchgang zu. Mit den Hä? Spikes. Ist es jetzt dein Ernst? Ich war im Modus. Du warst im Modus. Für die Horde kannst du es doch lassen. Stell dir mal vor, die rennen jetzt einfach alle durch den Durchgang durch. Ich hab Schütze zum Schweigen gebracht, endlich geschafft. Nee, ich glaub, die Spikes gerade weg. Ah, Oh, ich schade. schmeiß meine Axt weg. Siehst du mal, so weit hast du mich gebracht. Ausrufezeichen, Fail. Geh lieber wieder. Ach, verdammt. Ach, wurscht, jetzt gehe ich nichts mehr rein.
Jetzt crafte ich mir Wood Frames. Ah, ist so. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir immer diese Seite reparieren. Immer dieselbe Seite. Das ist potenziell möglich. Es ist nicht nur so. Oder es ist nicht nur potenziell möglich, es ist so. Ist das so? Bis auf die eine Horde, wo drin gespawnt ist, ist jede immer von Westen gekommen. Noch nie von einer anderen Seite. So. Mit die Hälfte des Bikes schon verbaut. Naja, was sagt uns das? Dass wir zu wenig haben. Dass wir nochmal welche ansetzen müssen wahrscheinlich. Mhm. Ich habe jetzt noch 268 Stück. Wie weit bist du? Ja, jetzt habe ich die Löcher erstmal gestopft. Okay. Max, dann nimm dir doch vielleicht mal, wenn du noch drin bist, das Holz. Werkbank steht auch direkt oben und setz gleich nochmal ein paar Spikes an. Mach ich. Und lass mir jetzt bloß den Durchgang aufkicken. Ich bin schon am Durchgang vorbei. Ja, das eine will ich Kiste, hoffen. Die eine Kiste musst du dann noch anlocken. Welche? Ach, die im Treppenhaus, oh, ne? Ja. Ja, okay. Baumaterial. Ich nehme mir kurz mal ins Eck drei Woodframes hin, dass ich weiß, wie weit ich rausgehen muss. Jupp, danke. Bitteschön, kannst du dann einstecken, kannst du am nächsten Eck wieder verwenden. Genau. Reichen die? Du musst jetzt Kicks fragen. 100 reichen die? Könnt hinkommen, aber machen wir lieber 150. Sicher ist sicher. Das ist spätestens auch, wenn ich jetzt an diesem Eck vorbei bin. Nächsten Eck bin halt. Oder weiß ich. Jetzt habe ich nämlich 150 angesetzt. Wir brauchen sie sowieso. Eben. Aber wir müssen immer wieder Spikes ansetzen zwischendurch. Da bleibt uns eh nichts anderes übrig. Kekse sind die Spikes gehören. Wir müssen auch ganz viele Spikes reparieren. Ja. Nein, ich bin nicht in die Spikes gerannt. Okay. Kicks mal gestolpert an den Spikes dran. Kicks mal an den Spikes dran. So, ich guck mir jetzt mal die ganzen Türme an, wie weit das die sind. Mach die soweit fertig bis oben hin. Hat sich sogar gereimt. Also nur die Türme. Das ist krass. Sogar ein bisschen was zum Reparieren noch. Weil jetzt gerade krass war. Was sagt ihr eigentlich zu neuen Beschluss Cannabis als Medikament? Max? Ich muss sagen, ich find's richtig so. Fällt dir was auf? Kicks ja, ist heute um Smalltalk bemüht. Ja. Warum denn nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Max Gott, reicht, oh Max Gott, reicht, nein, Max nein, reicht. Nein, nicht, nein, nicht zuvor, oh Gott, doch, reicht oh. Wirklich. Nichts passiert, alles okay. Warum glaube ich das jetzt nicht? Alles okay. Brauchst du wenn Cannabis? Nee. Ich wusste gar nicht, wie schwer das ist, aus solchen Spikes rauszukommen.
Ist auch blöd, wenn man sich genau den Woodframe wegzieht, auf dem er steht. Ja. Also merke, zieh dir nie den Woodframe weg, auf dem du stehst. Das könnte zu ungewollten Schmerzen führen. Und wisst ihr, was mich am meisten ankotzt, bevor ich auf das Thema Cannabis komme, was du gerade erzählst? Ja, also wenn, dann wollen wir das dann einfach so links liegen lassen. Dass mein Headset schon wieder am Abspacken ist. Wird das nächste sein, was ich investieren muss schon wieder. Aha. Mit erst einen neuen Controller bestellt. Oh. Gottes Wille. Sag mir bitte nicht so einen Steam-Controller. Ah, bist du des Wahnsinns? Gut. Aber bitte kein PlayStation-Controller. Hast du eine Meise? Sag mir bitte, dass du einen Xbox-Controller hast. Genau das habe ich. Habe ich ja sowieso schon einen. Deswegen habe ich mir noch einen zweiten jetzt bestellt. Allerdings ist der eine Akku und der andere ist dann eben kabelgebunden nochmal. Und das macht halt einfach am PC dann mehr Sinn, vor allem wenn du mitten in der Aufnahme bist. No? Ja. Macht es halt mehr Sinn, wenn er kabelgebunden ist. Deswegen habe ich mir da jetzt einen kabelgebundenen bestellt. Und ja. Hätte ich mir doch das Headset gleich mitbestellt. Ja. Oh, hier steht noch eine Kiste rum. Wo? Max? Hier draußen. So heiß ich. Stell haufenweise Bikes nochmal an. Kann nicht mehr anstellen, ich hab höchstens nochmal 100 mehr, also 250 insgesamt. Okay, dann müssen wir Holz holen. Genau. Also weil okay, ich hab jetzt gleich alle Spikes verbaut und bin noch nicht einmal an der Ecke. Ja, okay, dann setz erstmal die Spikes an, noch was du hast. Ja? Jo. Ja. Und dann holen wir nochmal Holz, vielleicht zu dritt, dass es ein wenig schneller geht. Jo. Also ich gucke, dass ich die Türme, ich habe jetzt den dritten Turm gerade, bin ich jetzt dabei. Dass ich die soweit fertig bekomme. Und dann wird das nämlich schon mal erledigt, ne? Hey. So. Dauert noch. Da gehe ich einmal Bikes ansetzen. Gut. Aber wir müssen auf jeden Fall im Endeffekt die Garage, also die Zufahrt, Max, die muss auf jeden Fall noch fertig werden vor der Horde. Weil sonst haben wir ein Problem. Dann sind die nämlich unten drin. Also da muss der Deckel noch drauf, sozusagen. Scheiße. Ja, das ist fix. Ja, ne, das ist jetzt nicht allzu lang dauert, ist mir, habe ich mir schon fast gedacht. So eine Kacke. Gehen die da eins weiter raus? Ja gut, da ist halt nur zwei Durchgang, das habe ich ja gesagt. Ja, gut. Das ist dann halt so. Was machen jetzt die Türme? Wie weit bist du? Vorletzten. Ja gut, das lassen wir so. Also weiter rauf komme ich da jetzt nicht. Das ist jetzt auch erstmal zweitrangig. So weit hoch kommen auch die Zombies nicht. Eben. Deswegen. So ein Mammutprojekt. Wer kam denn eigentlich auf die Idee? Ich weiß noch nichts. Wie ist die Idee nur an den Kopf geworfen worden? Also ich hatte ursprünglich von dem Haus gesprochen. Dann kam Max. Ja, na gut. Du warst ja jetzt nicht alleine derjenige. No. Ah, verdammt, da fehlen mir Cobblestone, weil das eine kaputt ist. Aber gut, es muss nachträglich noch repariert werden. Aber das müssten wir von innen auch gepacken kriegen. So, jetzt ist mir gerade mal der Sound abgegangen. Schön. Beim Kloppen. Ich verdammt, ich habe kein Concrete mehr.
Ja, gut, Würde mal aber. sagen, ob Schnitzel es schafft, noch den vierten Turm fertig zu machen. Wie viele Spikes ich hier noch verbraten werde. Und was Schnitzel vor allem zu Cannabis als Medikament sagt, das sehen wir in der nächsten Folge von 7 Days to Die, die Gefährten. Verabschiede mich. Schaut bei Schnitzel und bei. Halt! Codewort. Ja. Codewort der heutigen Folge, meine Damen und Herren. Codewort der heutigen Folge ist passend zu Pixel Smalltalk Versuch. Smalltalk. Ja, Smalltalk ab in die Kommentare damit. Ich werde arbeitslos. Kixel nimmt mir meinen Job weg. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Haut rein. Servus.